Hallo und willkommen zurück zur inzwischen sechsten Folge meines GVG-Tutorials. Dieses Mal soll es um ein Thema gehen, was eigentlich hätte auch ganz am Anfang kommen können. Was ich auch schon ein bisschen behandelt habe in diesem großen, groben Überblick, aber worauf ich jetzt nochmal im Detail eingehen möchte. Und zwar um die Benutzerführung und das Benutzermenü im GVG. Ja, die GVG-Karte habe ich schon mal geöffnet. Und ihr seht ja hier die Karte der Kontinente und hier kann man bereits einige Informationen ablesen. Und zwar kann man ja hier über die verschiedenen Zeitalter hovern. Und dort sehen wir Informationen wie zum Beispiel der Name der Provinz, der eigentlich vollkommen wurscht ist, eben das Zeitalter, die Top-Gilden dieses Zeitalters. Die Anzahl der Gilden, den Verstärkungsfaktor, der später auch nochmal wichtig wird, wenn ich erkläre, wie das sich mit dem Gildenpool zusammensetzt und die durchschnittliche Macht. Und ihr erkennt gleich hier schon, die durchschnittliche Macht in der Eisenzeit ist relativ klein mit 3,75, aber das steigt auch schnell an bis hoch in die Zukunft, 120 und AZA. Auch 120 macht. Es lohnt sich natürlich, in den großen Zeitaltern präsent zu sein, um dort eben Machtpunkte für die Gilde zu sammeln. Außerdem könnt ihr weitere Sachen hier oben finden, in dieser Leiste. Hier steht einerseits der Name eurer Gilde und andererseits der Rang der Gilde insgesamt. Und das sind auch Links hinterlegt. Hier öffnet sich die Gilde, wenn man da draufklickt. Und hier eben das Leaderboard mit den entsprechend besten Gilden. Und wenn man hier auf eine Provinzkarte klickt, dann wird das Menü erweitert um weitere Felder, und zwar der Rang der Gilde in der Provinz und die Zeit bis zur nächsten Berechnung, also zur Abrechnung, wo die Machtpunkte zusammengerechnet werden, die ihr zu diesem Tag habt. Der Rang unserer Gilde ist jetzt hier aktuell 9 auf der Karte. Aber das spiegelt halt den Rang wider, den wir hatten bei der letzten Berechnung. Das heißt, die heute eroberten Sektoren, und das sind ja einige, wie ihr hier seht, die sind hier noch gar nicht mit drin in der Ranglistenberechnung. Als nächstes wollte ich einen kurzen Blick auf dieses Menü hier werfen oder diesen Chat, der sich hier öffnet. Der war lange Zeit ein exklusives Browser-Feature und der ist jetzt eben auch ein Feature, was auf dem Handy existiert. Und bei vielen Gilden wird eben der Gildenchat genutzt, um sich abzusprechen fürs GVG, um abzustimmen, was man wie macht. Und andererseits gibt es dann aber eben auch externe Tools, die da verwendet werden, wie zum Beispiel Sprachchats. Dann muss man allerdings noch ein bisschen aufpassen, dass man das nicht, was man hier schreibt, nicht versehentlich in den globalen Chat schreibt, also hier unter der Weltkarte und damit der ganzen Welt verrät, was man gerade im GVG vorhat. Ja, als nächstes wollte ich auf dieses Menü hier unten eingehen. Das ist ja in dieser Art und Weise hier auch nur im GVG vorhanden. Hier öffnet sich das Ereignisprotokoll, da sind wir ja schon drauf eingegangen in der Vergangenheit. Was ich vielleicht hier nochmal kurz zeigen könnte, ist, dass man auch sehen kann, wer hier gekämpft hat in den Informationen des Logs. Also nicht nur, welche Gilde gekämpft hat, sondern auch welcher Spieler, welche Spielerin gekämpft hat. Und das lässt sich sogar bei den gegnerischen Gilden sehen, wer da angegriffen hat oder verteidigt hat, wenn man die Personen, die in den gegnerischen Gilden sind, auf der Freundesliste oder der Nachbarschaft hat. Der nächste Punkt ist dieses Global. Da kann man nochmal einige Punkte öffnen, die man hier sowieso schon über andere Punkte erreicht. Ja, Gilde kann man hier draufklicken. Provinzrangliste ist das. Globale Rangliste ist das. Und das Gildenforum, welches ja von Inno auch schon zum Teil aufgekündigt worden ist, was eigentlich eingestellt werden soll, aber bis heute nicht getan wurde. Ich weiß gar nicht,
Woran es jetzt liegt, ich glaube, oder ich vermute mal, es werden einfach viele Gilden da doch eine Menge Informationen drin haben, die sie für ihre Mitglieder nutzen. Ja, und hier kann man natürlich eben auch GVG-Informationen hinterlegen. Deswegen ist es sicherlich hier verlinkt. Aus meiner Sicht der einzig sinnvolle Knopf, weil alles andere ist ja hier eh schon da. Aber gut. Dann gibt es hier noch einen Button, der öffnet kein Menü, sondern der zentriert die Karte und zwar auf dem eigenen Hauptquartier. Also wenn man jetzt hier irgendwo anders ist und sich die Karte gerade anguckt und man möchte schnell zurück auf sein Gebiet, dann drückt man auf das Hauptquartier und dann springt es dahin zurück. Und als letztes die Nachrichten, wo man eben auch direkt Leute anschreiben kann, zum Beispiel aus anderen Gilden, um Informationen auszutauschen. Etwas Ähnliches kann man auch im nun folgenden Menü machen. Und zwar, wenn man hier links klickt, dann öffnet sich eben auch ein Menü am Mauszeiger. Man kann hier auch beispielsweise, wenn man jetzt Kontakt zu dieser Gilde Feierabend aufnehmen möchte, dann kann man hier auch aufs Gildenprofil klicken. Dann sieht man, ah ja, ist nur einer. Wenn man jetzt hier Informationen zum GVG austauschen will, dann kann man hier direkt eine Nachricht schreiben und kann das schnell machen. Aber man hat hier auch noch andere Informationen und zwar kann man hier die Gilde in der Rangliste eröffnen und wie ihr seht, funktioniert es nicht wirklich. Meine Annahme war jetzt, dass sich das Menü an der Stelle öffnet und vielleicht irgendwie markiert, wo die Gilde platziert ist. Das schaue ich mal nochmal hier. Ah ja, okay, das funktioniert anscheinend nur bei Gilden, die zur letzten Abrechnung auch auf der Karte vorhanden waren. Wir waren ja vor der letzten Abrechnung auch schon auf der Karte, aber offenbar ist das bei Feierabend nicht der Fall gewesen und deswegen werden die jetzt hier nicht angezeigt. Aber an sich funktioniert es schon. Wenn wir nochmal ausprobieren bei einer anderen Gilde. Twist of Fate, ja, funktioniert. Und natürlich die Sektoransicht, die wir ja schon in anderen Folgen gesehen haben, die ich gezeigt habe. Wenn man auf eigene Sektoren klickt, dann ist dieses Menü ein Stück weit länger und zwar kann man hier eben noch weitere Aktionen ausführen und zwar das Verschieben des Hauptquartiers und das Freiheit gewähren eines Sektors. Das geht auf allen Sektoren außer auf dem eigenen Hauptquartier, da werden diese Dinge auch ausgeblendet und ich bin mir nicht sicher, ob das mit einem Recht verbunden ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nur geht, sofern man auch das Recht vertrauenswürdig hat in der Gilde. Und sonst sieht es wahrscheinlich auch so aus für diejenigen Mitglieder, die das Recht nicht haben. Wenn ihr das genauer wisst, ich kann es jetzt im Moment nicht sagen, ob das tatsächlich mit dem Recht verknüpft ist. Was mit dem Recht auf jeden Fall verknüpft ist, ist das Stellen von Belagerungsarmeen. Dann schreibt es doch gerne in die Kommentare und dann wissen es diejenigen, die jetzt hier zuschauen und dann unten mal nachgucken, eben auch, ob das tatsächlich der Fall ist, dass diese Einträge hier nur vorhanden sind, wenn ein Mitglied eben auch vertrauenswürdig ist. Soweit, so gut. Vielleicht noch eine andere persönliche Anmerkung. Es ist zum Teil auch ein bisschen nervig, dass es dieses Menü hier gibt. Es wäre eigentlich schöner, wenn man auf einen Sektor klickt und direkt die Sektoransicht öffnen könnte. So könnte man schneller angreifen, schneller neue Armeen einstellen und schneller handeln. Stattdessen klickt man sich halt hier immer wieder durch, wenn man gekämpft hat und öffnet das Menü und öffnet das Menü und öffnet das Menü und versehentlich klickt man dann manchmal auf das Gildenprofil und hängt dann hier fest und hat sich verklickt und muss das wieder wegklicken und nochmal öffnen. Ja, man verliert halt aktiv Zeit durch solche Sachen, dass man sich hier eben so ein bisschen verklickt, ein bisschen zu weit nach unten geht. Ähnlich ist es hier auch der Fall, wenn man dieses Menü hier öffnet und man eigentlich vielleicht die Freiheit gewähren will und versehentlich das Hauptquartier verlagert. Das hat nämlich zur Folge, dass man im Anschluss eben den Sektor nicht mehr freigeben kann, weil man das Hauptquartier generell nicht verlagern kann, nachdem man es schon einmal verlagert hat. Und dann eben auch keine Freiheit mehr gewähren kann. Das ist dann sehr ärgerlich, wenn man versehentlich auf den falschen Knopf gekommen ist. Da könnte man die Menüführung ein bisschen anders sortieren oder vielleicht nochmal die Abfrage machen, möchten Sie wirklich das Hauptquartier verlagern? Aber Inno hat leider darauf verzichtet.
Hört gerne diesem GVG-Tutorial zu und verbessert ein bisschen die GVG-Menüführung. Ich würde mich sehr freuen, auch wenn ich nicht daran glaube, dass das passieren wird, weil ich immer das Gefühl habe, dass Inno das GVG innerlich aufgekündigt hat und da nur noch sehr, sehr, sehr wenig dran tut. Was eben auch, ja, die ganzen Bugs erklärt, die hier vorhanden sind. Soweit zu dieser Folge. Ich danke mal wieder fürs Zuhören und beim nächsten Mal, wenn wir dann ein bisschen mehr ins Kampfgeschehen einsteigen, denke ich, wenn ich auch noch nicht zu 100% weiß, was ich als nächste Folge machen werde. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt der Folge bitte ein Däumchen nach oben. Das erhöht meine Sichtbarkeit und wenn ihr auch die weiteren Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich habe auch noch ein paar andere Folgen zum Thema Gildengefechte und zum Thema Gildenexpedition. Schaut gerne mal rein. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.